Heute kommt der dritte Teil meiner Bierrundreise durch die Welt des Kölschbieres und da kommt jetzt das erste Bier aus einer eigenständigen Brauerei, das Sünner Kölsch. Und was sich dahinter verbirgt und welche Brauerei dahinter steckt, darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum dritten Teil der Kölsch-Serie hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es macht euch bis jetzt so viel Spaß wie mir und vielleicht macht ihr ja auch mal eine Bierreise durch einen Bierstil, den ihr noch nicht so richtig auf dem Schirm habt und nehmt euch einfach ein bisschen ein Beispiel. Dazu soll ja auch dieser Kanal anregen und Anregungen gibt es hier mittlerweile wirklich genug und wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann lasst doch da unten gerne mal ein Abo da und unterstützt den Kanal mit eurem Support. Ich sag danke dafür und heute kommt die Sünner Brauerei auf den Kanal. Das ist eine kleinere Brauerei, die mit 30.000 Hektolitern im Jahr aufwarten kann. Sie brauen auch andere Biere, Hefeweizen gibt es dort, Lagerbier gibt es, ich glaube sogar ein Radler habe ich gesehen. Wurde 1830 gegründet, also ist vergleichsweise jung, ist aber die älteste noch produzierende Kölschbrauerei, also bezogen, nehme ich mal an, wenn ich das richtig recherchiert habe, auf das Sudhaus. Also das Sudhaus von 1830 ist offensichtlich da noch in Betrieb bei der Sünner Brauerei. Die ist auch nach wie vor in Familienbesitz. Astrid Schmitz-Dimont zeichnet im Augenblick verantwortlich und ihre Mutter ist noch eine geborene Sünner gewesen. 40 Mitarbeiter ungefähr, wenn ich das richtig recherchiert habe, kümmern sich um die Produktion dieses Bieres und ich bin auch sehr gespannt. Hier steht drauf, was ist das? natureoffice.com klimaneutral. Also offensichtlich wird dieses Bier sogar klimaneutral gebraut. Bin sehr gespannt. 4,8 Volumenprozent Alkohol sind hier aufgerufen und komm, los, rein damit. Wir machen das auf und ich bin mal gespannt, ob man jetzt, nachdem wir uns ja von der Radeberger Gruppe heute zum ersten Mal entfernt haben, ob sich das irgendwie auch geschmacklich bemerkbar macht. Und optisch muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir hier wieder sehr kölschmäßig unterwegs. Eine blasse, strohige Farbe. Wir haben 2 Finger breit hier oben drauf. Ich kann euch jetzt schon sagen, da ist eine richtig schöne Würzenote hier in der Luft schon. Ein schöner weißer Schaum, nicht ganz so feinporig, aber ich weiß, dass es manchmal dann später ändert sich das. Haftet halbwegs im Glas, wir sehen auch Kohlensäure im Glas und Trübung, glaube ich, kann man vernachlässigen. In der Nase war eben so richtig schöne würzige Noten, ein bisschen grasiger Hopfen und ansonsten ist es dann wieder so malzig, brotig, ohne dass das jetzt so in Richtung Weizen geht. Aber auch hier, ich muss auch gucken, ich habe mir mal was einreden lassen, aber bevor ich jetzt darüber rede und mich jetzt hier zum Horst mache. Ja genau, es ist nämlich nur Gerstenmalz drin. Also Kölsch muss nicht immer Weizen haben. Hatte ich mal für mich immer so abgespeichert, aber ist offensichtlich nicht erforderlich. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Das schmeckt man. Das schmeckt man definitiv. Hat eine schöne, süßliche, sanfte Malzbasis. Hat so eine ganz leichte Zitrusnote. Sehr sanft auch im Mundgefühl. Und über diese Zitrusnote kommt eine leichte Säure mit an den Start. Es ist relativ frisch. Ganz leichte Herbe, sehr wenig bittere. Es ist einfach auch dieses schöne, leichte, würzige Gefühl, Mundgefühl, was dieses Bier doch sehr deutlich von seinen Vorgängern unterscheidet. Richtig schönen, schlanken Körper, mittel in der Kohlensäure, aber halt auch eine schöne Perlage. Trotz alledem wirkt sehr süffig, glatte Textur und hinten raus, es wird ein bisschen trockener,
Es kommt ein bisschen mehr Bittere rein. Dieses Bier hat insgesamt gefühlt einfach ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Ecken und Kanten. Und auch vom Hopfen, den spürt man deutlicher jetzt auch im Nachtrunk. Obwohl er relativ kurz gehalten ist, aber da kommt noch mal so eine leichte bittere Note. Auch die ist jetzt nicht übertrieben. Aber ich muss sagen, wir nähern uns, glaube ich, Bieren, die dann eher so in mein Beuteschema passen würden. Die anderen müssen nicht schlecht sein. Das muss ja immer nur jeder sein Geschmacksprofil erfüllt bekommen, was er so an ein Bier in Anforderung stellt. Und in dem Fall, glaube ich, ist das Sünner in jedem Fall näher dran an dem, was ich mir von Bier erhoffe. Das muss nicht für alle von euch gelten. Das ist ja nur meine persönliche Meinung. Deshalb gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Sünner Kölsch aus der gleichnamigen Stadt in NRW. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich drauf auf den nächsten Teil zusammen in der Kölschreise mit euch. Vielleicht seid ihr wieder mit dabei. Es würde mich freuen. Und bis dahin sage ich Tschüss, Servus, Prost und Baba. Ciao. Cheers.